Hallo und herzlich willkommen zu Class Life. Ja, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, befinden wir uns heute nicht in Halle 13, sondern haben uns auf den Weg gemacht zum Pavillon 32. Deshalb auch die kleine Verspätung. Wir wollen nämlich heute mal unserem Werksteam beim Spiel des Farming Simulators zuschauen. Dafür habe ich mich mit Ronny verabredet. Ronny steht schon hier und guckt ganz gespannt dem Werksteam zu. Hallo, guten Morgen Ronny erstmal. Guten Morgen Maria und herzlich willkommen im Pavillon 32. Ja, vielen Dank, dass ihr uns hier empfangt. Ronny, also ich habe gerade schon angekündigt, ihr spielt hier Farming Simulator. Aber erstmal ganz kurz, also was macht ihr genau und wer bist du eigentlich? Ja, also ganz kurz zu mir. Ich bin der Ronny, bin bei Class im internationalen Kundendienst zuständig. Heute mal nicht in der Rolle unterwegs, sondern als Team-Captain, Coach, Team-Manager unseres Farming Simulator League Teams. Farming Simulator League, okay. Ich würde vorschlagen, wir beschränken das mal auf FSL. Ja, kurz vorm FSL. Die E-Sports-Auskopplung vom Landwirtschaftssimulator. Halt, stopp, E-Sports, Entschuldigung, ich muss das mal kurz. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich mal irgendwann hier für Class Life über E-Sports auf der Agritechnica berichten würde. Aber cool, freut mich. Ich bin ganz gespannt, was du mir zu berichten hast. Also genau, du warst gerade dabei, das einmal zu erklären. Was ist der Farming-Simulator und was macht ihr da? Ja, also Farming-Simulator wäre das Originalspiel von Giant Software. Geht es halt darum, Computerspiel wie Landwirtschaft oder wie man mit Landmaschinen spielen kann. Ist heute aber nicht im Fokus. Heute geht es wirklich um diesen Competition-Modus, also die E-Sports-Variante von dem Spiel. Ist ein extra Spielmodus. Okay, Moment. Also Competition-Modus. Also das heißt, ihr spielt jetzt nicht irgendwie ganz normal einfach Farming-Simulator, sondern da gibt es einen Wettbewerbsmodus. Ja, das ist die Farming Simulator League, kurz FSL, wie du schon gesagt hast. Spezieller Modus, kann man sich einfach runterladen. Grundsätzlich, man spielt 3 gegen 3. Unser Team besteht aber aus 4 Spielern. Okay, warum seid ihr zu viert, wenn da nur 3 spielen? Habt ihr einen, falls sich einer mal den Finger bricht? Ja, falls sich einer mal den Finger bricht. Das kann durchaus mal passieren, wir wollen es nicht hoffen. Der eigentliche Hintergrund ist, das sind alles Class-Mitarbeiter. War uns ganz wichtig, wo wir damit angefangen haben. Also wir wollten nicht von extern jemanden dazu einkaufen, sondern ist unserer Firma halt sehr wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter da ein bisschen mit beschäftigen oder halt auch denen ein bisschen was bieten. Sind halt alles Class-Mitarbeiter und wie das halt so ist in so einem großen Unternehmen, wir müssen halt auch mal freitags los oder samstags los zu den donnerstags los zu den Turnieren. Die Leute haben nicht immer Zeit, wenn sie irgendwo auf der Welt unterwegs sind oder in der Bahn unentbehrlich sind, da brauchen halt Reservespieler, deswegen sind wir 4. Unser vierter Mann, der ist heute zum Beispiel an der Uni, der kommt später noch nach. Okay, alles klar. Wenn du sagst, ihr müsst doch mal donnerstags los zu den Turnieren. Also ihr habt, glaube ich, schon, hattet, glaube ich, schon ein Spiel tatsächlich bei uns in Hasewinkel im Technopark. Jetzt seid ihr hier auf der Agritechnica in Hannover. Seid ihr deutschlandweit unterwegs oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, noch viel weiter. Also die Liga selber, die ist, findet überall in Europa statt. Du hast gerade schon gesagt, das erste Spiel war im Juli in Hasewinkel gewesen zur FarmCon, also dem Community-Event von Giants und Landwirtschaftssimulator. Da wurde diese ganze Liga gestartet. Die geht jetzt knapp ein Dreivierteljahr. Es sind 14 Turniere, 3 online, 11 offline und die sind halt überall in Europa verteilt. Und wir waren jetzt halt schon gewesen in Polen, in Paris waren wir gewesen, in Köln zur Gamescom waren wir gewesen. Also man kommt auch ein bisschen rum dabei. Ja, sehr schön. So, jetzt hast du aber immer noch nicht den Competition-Modus erklärt. Um ehrlich zu sein, ich habe zwischendurch schon mal mit leichtem Schrecken auf die Leinwand geguckt. Da habe ich gleich noch ein paar Fragen zu. Aber erstmal erklärst du jetzt den Competition-Modus. Also nochmal zum Competition-Modus. Wie ich gerade schon sagte, ist 3 gegen 3. Hat wenig mit dem Originalspiel zu tun. Es sind noch die Originalmaschinen. Aber der Modus ist halt sehr speziell. Man sieht halt im Hintergrund, da sind zwei gleiche Felder, die man sieht. Man spielt 3 gegen 3. Man hat 4 Mähdrescher zur Auswahl, 4 Pressen zur Auswahl, diverse Traktoren zur Auswahl. Es geht letztendlich darum, man muss innerhalb von 15 Minuten möglichst viel Getreide dröschen, das Getreide abliefern. Wenn man gedroschen hat, gibt es einen Schwatt. Also müssen wir das Schwatt noch zu einem Ballen pressen und müssen die Ballen in die Scheune bringen. In Summe gibt es dann für alles, was man tut, Punkte. Wenn man es zur richtigen Zeit tut, gibt es mehr Punkte. Wenn man es zur falschen Zeit tut, weniger. Nach einer Viertelstunde ist dann das Spiel bzw. der Punkt erstmal beendet. Es gibt dann Best of Three wird gespielt, also man muss 2-mal gewinnen. Und wer dann gewonnen hat, hat das Match gewonnen. Okay, und dann ist man eine Runde weiter. Ja. Okay, verstanden. So, jetzt hast du gerade gesagt, ihr müsst pressen, dreschen und bergen sozusagen. Das sind die 3 Disziplinen. Ich sehe irgendwie ganz gruselige Schwattablagen da und sehe auch ganz ungewohnte Farben. Also ihr als Class-Werksteam, ihr habt gerade gesagt, super wichtig, dass ihr auch Class-Mitarbeiter seid. Ich sehe aber keine einzige Class-Maschine. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, schiefgelaufen ist da nichts. Das ist ein bisschen, ich möchte nicht sagen unglücklich. Die Class-Maschinen sind ja erst im Oktober in das Spiel gekommen.
diese Liga ist im Juli gestartet. Das heißt, man konnte jetzt beim laufenden Turnier die Spielbedingungen ändern. Also kommen die Glasmaschinen erst später ins Spiel. Auf einer Seite muss ich natürlich sagen, ist in so einem Competition-Modus auch ein bisschen langweilig. Wenn da jetzt eine Glasmaschine drin ist, der Lexion, ich meine, es gewinnt immer der, der den Lexion pickte in dem Spiel, dann, wie gesagt, da wird es irgendwann mal langweilig. Also noch ist es gut, so wie es ist. Okay, also dann sehe ich schon, dann wünsche ich euch weiterhin viel Glück erstmal mit den Wettbewerbsmaschinen und hoffe, dass ihr heute eine gute Liga hier spielt oder ein gutes Ligaspieler. Es gibt schon Applaus, scheint so, als ob irgendwas geglückt sei. Kannst du das so schnell erkennen? Ich habe gerade nicht geguckt. Okay, also, kein Problem. Muss irgendwas richtig gelaufen sein. Ja, eben, sehr gut. Oh, es gibt ja richtig Applaus. Sehr schön. Wir haben gerade ein paar Punkte gemacht. Also wir haben gerade ein paar Ballen abgeliefert und haben jetzt 90 Punkte gegen 0 Punkte. Ja, sehr gut. Ist aber gefährlich, ist wie beim Fußball, ne? Hier wird zum Schluss abgerechnet, nicht mittendrin, aufpassen. Okay, dann drücke ich euch trotzdem weiterhin ganz fest die Daumen, dass es läuft, dass ihr eine Runde weiterkommt, trotz dieser gruseligen Maschinen im Hintergrund. Dann hast du mir noch verraten, ihr habt noch ein paar... Ihr habt noch so Codes, die ihr verschenkt, wenn man euch trifft. Das musst du mir auch nochmal erklären. Ja, wir haben uns gedacht, um noch ein bisschen Aufmerksamkeit für unser Team zu bekommen. Wir haben noch ein paar DLCs zu verschenken für das Class Platinum Add-on. Wir haben uns mal gedacht, muss ich jetzt nicht nochmal erklären, sondern ich hoffe, unsere Zuschauer wissen, was das ist. Ich weiß es nicht. Ja, das ist halt so quasi das Add-on, wo man sich die Glasmaschinen für das bestehende Hauptspiel runterladen kann. Also die Leute, die das Spiel spielen, die wissen auf jeden Fall, was gemeint ist. Wir haben ein paar zu verschenken. Haben wir gesagt, hier, um das so ein bisschen noch für uns so ein bisschen auszunutzen, kommentiert mal unter dem Video oder am besten mit Bilder von uns, mit unserem Trikots, welches eure Lieblingsmaschinen sind, was euch gefällt an dem Spiel und wir gucken mal, wir haben dann halt noch ein paar Keys zu vergeben. Und wenn man euch quasi jetzt hier trifft, entweder hier auf der Messe, auf dem Glasstand oder wo auch immer und man ein cooles Foto einsendet, dann bekommt man so einen Code. Na klar, also das erhöht es erhöht die Chancen, wenn ihr ein Foto mit uns in dem Trikot macht. Wir sind den ganzen Tag noch auf der Messe unterwegs, morgen auch noch. Also wenn ihr uns seht, macht Bilder. Sehr schön, wunderbar. Ronny, ich bedanke mich, drück euch weiter in die Daumen. Dankeschön. Eure Fans sitzen hier und ich würde sagen, toi, toi, toi. Dankeschön. Ja, wie ihr es gehört habt, ich mache mich gleich wieder auf den Weg zurück in Halle 13, um dort heute Nachmittag um 16 Uhr wieder zu berichten. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß.